Hallo und herzlich willkommen auf der Losberg zusammen mit dem Olli. Hi. Ja, dann ran an die Arbeit. Oh, da steht direkt der Optum. Schönes Gerät. Müssen mal schauen, ein bisschen was zu schwadern und zu pressen gibt das noch. Ich wollte aber mal eben hier, ist nicht mehr ganz so viel zu tun auf dem einen Feld. Das werde ich nochmal eben fertig ansehen. Und, ja. So, ich schwader Feld 60 nochmal fertig. Genau, dass man halt erstmal die Arbeiten, die letzten Mal noch nicht so ganz fertig geworden sind, zu Ende macht. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwann halt den Durchgang durchziehen können. Ja. Ich habe aktuell ein Experiment laufen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es nicht mitbekommen, beziehungsweise es ist auch noch nicht so komplett draußen. Bei der Aufnahme diese Woche vom unserem Mecklenburg-Projekt mit den anderen YouTubern, ja, habe ich mich mal getraut, einfach die komplette Woche durchzugrubbern. Ein und dasselbe Feld, anderthalb Stunden lang mit 15 km/h, 6 Meter grubber. Ich habe ungefähr ein Drittel vom Feld geschafft. Weil die Felder da sind ja einfach, die sind einfach krass. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Weil ich höre von ganz vielen immer, boah, geil, endlich mal jemand, der einen Job auch mal zu Ende macht, so nach dem Motto, der auch wirklich mal lange eine Sache macht. Aber ich höre auch immer von ganz vielen, boah, geht gar nicht, ne, gucke ich nicht. Also ich glaube, das teilt sich da ziemlich. Okay. Und jetzt habe ich mal eine Experimentwoche, mal gucken, wie es da so läuft. Na gut, die Folge heute habe ich geguckt von dir. Ja, da habe ich ja auch schon nur gegrubbert, ne? Immer ja. Die lange Bahn da. Da hast du aber, glaube ich, erst angefangen. Ja, das. Obwohl, kann sein, dass ich am Anfang noch irgendwie aufgeräumt habe oder so, ne? Irgendwie so, ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan der Mecklenburg-Map geworden. Ich finde nur, ehrlich gesagt, also, dieses anderthalb Stunden dasselbe machen, im selben Fahrzeug sitzen, dasselbe Feld, dieselbe Bahn, blöd genommen, bearbeiten, ist, finde ich, so eine Sache, die eigentlich ganz cool ist, aber ich kann verstehen, warum die Leute das nicht so geil finden, gerade mit dem Hintergedanken, wenn ich jetzt, wir nehmen anderthalb Stunden die Woche auf, das sind ja im Endeffekt halt nur 6 Folgen, beziehungsweise es sind, für die Zuschauer ist es halt eine komplette Woche, die vergeht. Und man hat nur auf einem Feld gearbeitet und für einen selber ist es halt so eine anderthalb Stunden Geschichte. Also ich finde, so eine Map dann zu bearbeiten, ist eher auch wieder so eine Livestream-Geschichte, weil da kann man es halt auch mal durchziehen, ohne dass man da wochenlang beschäftigt ist. Ja, schon. Ich habe auch in einer deiner letzten Videos, also hier von Losberg, habe ich auch gelesen, dass du mal Bubble Party auf der Mecklenburg machen sollst. Ja. Noch lebe ich. Das wird wahrscheinlich auch spaßig. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja jetzt mittlerweile 4 Partys, haben wir, glaube ich, gemacht. Wir hatten eine große Maisparty als allererst. Ne, wir haben erst eine Rübenparty gemacht, dann eine Maisparty. Nee. Doch. Rüben, Mais, ja, was Pappeln ist das? Und dann wieder Mais. Das waren unsere 4 Partys. Und Rüben ging ja auch über 2 Tage und Pappeln ging auch über 2 Tage. Und ich fand zwar, also das Harte ist halt wirklich bei Pappeln, du nimmst einfach nur eine Spur mit, ne? Das ist gar nichts. So als wenn du eine Party mit einem ein- oder zweireihigen Kartoffelernter machst. Irgendwas stimmt gerade nicht. Was ist denn? Ich hatte gerade ein komplettes Standbild, war plötzlich auf der Hälfte vom Feld, gerade 5 Meter weitergefahren und das nächste Standbild. Du bist auch vom Server geflogen. Meine Maus kann ich bewegen. Du bist ganz vom Server geflogen. Okay. Ist nicht so schön. Wir haben vorhin noch gesagt, oh ja, heute wird's richtig geil. Keiner im Haus. Naja, hoffen wir mal, dass das... auch ein 20er pingen. Ich habe übrigens was gelesen zum Thema Kuhn DLC, weil ich weiß nicht, hatten wir das hier auch, dass wir schlechte Performance wegen dem Kuhn DLC hatten? Wir haben mal drüber geredet, ja. Ja, auf jeden Fall ist es wohl tatsächlich so, dass die Performance mit dem Kuhn DLC schlecht sein kann, aber es liegt an sich so gesehen nicht am Kuhn DLC, sondern daran, dass das von der Moddesk-Version mit vielen Mods nicht kompatibel ist. Also quasi hast du nur das normale Spiel auf der Standard-Map. Alles Taco mit dem Kuhn-DLC. Hast du bestimmte Mods,
Also es gibt einfach bestimmte Mods, mit denen es sich nicht so verträgt. Kann man sagen. Das sieht man jetzt nicht unbedingt in der Log, aber da passt naja, irgendwas ist auch, nicht. Die dann einfach gegeneinander. Ja. Das war ja früher mal oft so beim LS13. Ich weiß gar nicht, ob es beim LS15 so war. Immer wenn so ein Patch kam, gerade beim LS13, die aufwendigen Mods, die so viele Funktionen eingebaut hatten und so, die gingen dann ja auf einmal so. Also ich kann mich noch dran erinnern, die 500er und 700er Serie von Modhoster zum Beispiel, oh, der ist sofort wieder runtergefallen. Naja. Am Server. auf jeden Fall, die beiden Serien gingen halt auch sofort nicht, kann man sagen. Blöde Sache. Mit dem neuen. Ich starte Patch. Einfach mal kurz mehr LS. Dann müssen die Modder wieder erstmal updaten und so. Dann mal schauen, was daraus wird. Oh. Hm? Wird schon. Hier noch gar nicht gekobert? Okay. Sehe ich gerade erst. Ich glaube, das lag gerade an meinem Internet. Ich vermute mal, weil ich hatte dich auch zwischendurch ein bisschen abgehackt im Teamspeak. Ja, weil jetzt habe ich wieder einen 22er Ping auf PS. Hm. Und gerade eben hatte ich einen 150er. Ja, ist immer ärgerlich, wenn's. Ich meine, wenn man weiß, es läuft nicht, okay. Oder wenn man weiß, es läuft, aber dieses Mal geht's mal nicht, ne? Das ist so ein. Nee, wahrscheinlich hat meine Mutter gerade irgendwas wieder runtergeladen. Das macht sie öfters mal. Oder machst du es einfach so wie mein Vater, einfach mal hier Sky Go App und dann Fußball streamen, wenn ich gerade am Streamen bin und dann geht natürlich gar nichts mehr bei mir. Dann geht, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Das war fies. Jetzt funktioniert's wieder. Vor allen Dingen hat er dann noch so unschuldig getan. So, ach wie, ich habe doch nur Fußball geguckt. Guck mal, Leute, und deshalb bin ich kein Fußballfan. Ich auch nicht. Also, das Einzige, was ich mir dann ab und zu mal angucke, ist, ja, was heißt ab und zu, ist eigentlich dann die Weltmeisterschaft und. Ja, genau, WM, EM, ne? Ja, und sowas halt. Aber auch irgendwie nur, weil es alle machen, ne? Obwohl, ja. Das machen eigentlich schon alle, ja. Ein sehr, sehr großer Teil der Leute schaut das halt und dann will man ja auch irgendwie mit seinen Kollegen, sag ich mal, mitmachen, auch wenn man sich da eigentlich nicht so für interessiert und im Endeffekt nach der WM die nächsten 2 Jahre ist es dann eigentlich auch scheißegal, was im Fußball abgeht, ne? Naja, weil du es dann sowieso nicht mehr guckst. Ja, genau. Ne, Fußball war irgendwie nie so meins. Motorsport fand ich immer ziemlich interessant. Ich habe lange Zeit lang gerne Formel 1 geguckt. Mittlerweile irgendwie auch nicht mehr so. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich einfach nicht mehr dazu. Und früher war es so, dass RTL zum Beispiel hier Formel 1 im Livestream übertragen hat auf rtl.de. Mittlerweile machen sie das aber nicht mehr. Da gibt es keinen Livestream mehr. Dafür braucht man jetzt irgendwie RTL Now mit Abo oder so, dass man dafür bezahlen muss. Und dann muss ich ehrlich sagen, nö, das ist mir nicht wert. Ja, die wissen alle zwei, auch, drei wie sie Wochen ihr Geld mal. Verdienen. Ja. Ja gut, aber die werden mit ihrem Sender eh schon genug verdienen. Und das konnten sie ja auch jahrelang kostenlos anbieten. Das war ja auch nicht 24-7-Stream. Also alles, was auf RTL lief, wurde ja nicht gestreamt, sondern nur, ich glaube, Fußball, so Event-Sendungen, so Dschungelcamp und sowas, das lief immer auch im Browser. Und da Das ist ja genauso, diese Rundfunkgebühren. Ja. Das ist genauso. Das zahlst du für das Erste und CDF. Ja. Für mehr zahlst du das eigentlich gar nicht. Ja, und Radio und so, ne? Fällt da drunter auch, ne? Ja, gut. Okay. Aber allgemein, du zahlst eigentlich nur die zwei Sender, weil die anderen holen ihr Geld alle durch Werbedinger ein. Genau, oder wenn du halt HD möchtest, dann musst du ja irgendwelche Zusatzpakete abschließen, ne? Ja, gut. Ja, aber ich bin generell überhaupt kein Fernsehmensch. Ich habe in meinem Zimmer einen Fernseher stehen, aber der kann hier, ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt, kann ja mittlerweile eigentlich auch jeder Fernseher hier mit so Apps, dass man da auch Netflix und sowas drauf hat. Ja, Smart TV. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel einer. Ja, das letzte Mal, wo ich den Fernseher anhatte, war LS-Release und ich habe darauf die erste Nacht LS gespielt. Okay. Weiß nicht, das fand ich da ganz geil, aber irgendwie, wie immer, ist mir das dann doch zu groß. PC dann angeschlossen? Genau, einfach über HDMI und dann da drauf gezockt. Auch gut. Direkt davor halt auf demselben Tisch dann den Fernseher und davor das Lenkrad. Es war geil, aber
Ja gut, geil ist bestimmt, aber zum Aufnehmen wäre es halt dann scheiße. Naja, es ist auch einfach, es ist einfach ein bisschen übertrieben, weil ich weiß gar nicht, wie viel Zoll der hat, aber es ist kein ultra großer, aber schon, sage ich mal, mittel bis groß. Ich glaube, ja. 50 Zoll oder sowas, so zwischen, ja, um die 50 Zoll müsste der haben, meine ich. Und wenn du das einen halben Meter vor dir stehen hast, dann ist halt in den Seitenspiegel schauen auch wirklich schon mit Drehen verbunden und so. Ja. Da wird demnächst übrigens mal was kommen, wenn meine Grafikkarte da ist. Ich schätze mal so, dass dann, ja, ich schätze mal spätestens Ende April wird so ein Video kommen. Ich habe ja jetzt seit einem halben Jahr bald 3 Monitore. Und alle meinen immer, ich sollte mal auf 3 Monitore spielen und so, wäre doch voll cool. Und ich mach mal ein Video, wie ich ETS, vielleicht Project Cars, LS und so weiter, halt so die Spiele, die ich halt auch so spiele, einfach mal auf 3 Monitoren zock. Und dann setze ich mir dabei mit der, ich habe ja noch eine GoPro und da, wenn man die auf ganz weitwinklig stellt, müsste das eigentlich passen, dass wenn man die quasi als Stirnkamera nimmt, dass man dann ein Video machen könnte, wie man halt so damit spielt. Wird, glaube ich, auch geil aussehen. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist sicher nichts, was dann häufiger kommt, aber mal einfach so als Test, weil viele fragen da immer nach, finden das interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde gerade so, ja, als Zocker würde ich mir, glaube ich, wenn man wirklich nicht Videos macht, weil das ist wichtig, würde ich mir, glaube ich, mittlerweile so einen guten 21:9 Bildschirm holen. Die finde ich eigentlich ziemlich geil, aber ist halt für mich nichts, weil wenn ich 21:9 aufnehme, dann hätten die Leute auf YouTube halt oben und unten so einen fetten schwarzen Balken. Und das ist dann ja auch nicht geil. Ja. Und die Sparte an Leute, die einen 21:9 Monitor haben, ist halt relativ klein. Kostet ja auch richtig Geld, wenn du da einen ordentlichen nimmst. Mit guter Auflösung und so. Kurze Frage, wo ist halt der Schwar dahin? Wenn du komplett fertig bist, kannst du den irgendwo oben beim Kuhhof hinstellen. Vielleicht da hinten, wo Mist und Gülle und so ist, dass du den da irgendwo schön auf die Seite stellst, dass er nicht im Weg steht. Na gut, und dann würde ich die Pressen nehmen und die Felder espressen. Ja genau, mach das. Beziehungsweise auch pressen möchte ich gleich gerne mal, weil ich sollte mal die Presse zeigen. Und letztes Mal habe ich schon nicht gepresst. Zumindest mal eine Folge lang. Danach kannst du die dann auch haben. Rundballen pressen willst du dann, ja? Ja genau, Rundballen nochmal. Jetzt haben wir eh schon angefangen mit Rundballen. Wie bitte? Wie willst du den einsammeln? Einzeln mit Frontlader, oder? Ja, ja. Oh, es geht eigentlich ganz gut. Also ich habe ja, eigentlich gut. Das mittlerweile ganz gut geschafft, früher, dass man so in einer Folge den Ballenwagen vollgekriegt hat, zum Kuhstall gekriegt hat und angefangen abzuladen. Mit ein bisschen mehr Übung schafft man wahrscheinlich in 15 Minuten also einen Ballenwagen voll und wieder leer machen, schätze ich mal. Ja gut, dann beginne ich damit. Ja, das kannst du auch machen, das ist auch schon mal gut. Weil Feld 31 und 32 ist halt, glaube ich, schon. Ja. Wo steht der? Der Frontlader, okay. Dann nimmst du am besten. Ich würde jetzt den Valtra benutzen. Ja, das wäre der richtige, würde ich sagen, dafür. Ich habe den Standbild. Okay. Hatte ich gerade auch ganz kurz. Ich glaube, LS hat Autospeichern gemacht oder so. Ja, kann sein. Alle 5 Minuten ist es normalerweise. Ja, kommt ungefähr hin. Na gut, ich weiß es nicht, wie lange du schon aufnimmst. Nee, wir haben bald eine Viertelstunde und weil der Server ja nur 1-2 Minuten vorher an war, kann es passieren, dass das jetzt halt quasi das dritte Mal speichern war im 5-Minuten-Takt. Achso. Oh, ich find's immer geil, wenn du auf voller Geschwindigkeit bist, mit so einem schönen größeren Schlepper und dann geht's bergauf und der geht von diesem, ich nenn's mal, Der geht ja auch eigentlich in echter mit der Drehzahl runter und so, und dass der halt spritsparend richtig Tempo macht. Und wenn dann halt ja. Die Last kommt bergauf mit einem schweren Gerät dahinter, dass er dann so richtig schön wieder rausröhrt, das ist irgendwie. Das ja, war auch schon. Das erste, was mich so richtig umgehauen hat beim LS17 so. Der Sound ist schon besser geworden, schon was anderes. Der Ballenwagen hat auch Spanngurte, gell? Ja, der hat auch Spanngurte. Hast du den mittlerweile gefunden? Ja, ja. Jeder mit schon auf dem Feld. Ja. So. Ich mach mal eben das Feld 41 fertig.
zu säen. Dann sind die Säarbeiten erstmal soweit fertig und dann fange ich an mit dem Ballenpressen. Ballenpressen könntest du anfangen auf Feld 38, nein, auf Feld 60. Ja. Also diese Wiese am Kuhhof. Weil die ist noch nicht. Ja. Stimmt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Malte das letzte Mal gefahren? Nee, Lukas war es, glaube ich. Der hat sich doch die ganze Zeit beschwert, dass der MB-Truck so langsam war, ne? Oder warst du das? Was meinst du, das Säen oder was? Ja, genau. Ich glaube, das... Nee, Malte ist, ja, doch, könnte Malte gewesen sein. Auf jeden Fall hat sich einer die ganze Zeit beschwert und ich habe es gerade auch gemerkt, das ist ja doch ein ganz schön schweres... gespannt hier, diese Kombination. Ja, du brauchst um die 100 PS normalerweise. Nee, mehr, weil das addiert sich ja. Also du hast ja quasi einen nicht grober Kreiselecke plus Sämaschine. Also es zieht schon ein bisschen mehr. Kreiselecke braucht 100. Genau, 100. Und die Sämaschine auch 100. Ja, dann bist du schon bei 200. Ja. Und der MB-Truck hat nur 180. Ja gut, dann kein Wunder, warum war es das. Ja, und gefühlt muss ich ehrlich sagen, ich hatte ja auch den 724 da dran. So ein 724 ist hier vor schon die richtige Wahl. Also viel kleiner würde ich eigentlich gar nicht gehen. Was, 724 hast du da vorgehängt? Habe ich schon mal, als ich das erste Mal gekauft habe. Das Gespann, meine ich. Ja gut, kleiner würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Ja, also der MB-Truck ist eigentlich zu klein. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock für die letzten Bahnen umzubauen. Aber auch nicht unbedingt. Das ewige Umbauen ist ja auch immer ein bisschen lästig. Solange das jetzt noch packt. Solange das überhaupt packt. Er packt es schon so halbwegs. Ist halt, kannst halt nicht 10 km/h oder so fahren. Nur halt so, ja, wenn es richtig, obwohl gerade gehen 8. Also gar nicht mal so schlecht. Naja, aber ich würde auch mal sagen, mit einem Blick auf die Uhr, wir haben es schon wieder für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.